ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Susanne Daubner. Und die begrüßen Sie herzlich zu dieser heutigen Sendung. Guten Abend. Wir berichten gleich natürlich über die Entscheidung der UN-Vollversammlung zum Krieg gegen die Ukraine, wollen aber beginnen an einem Ort, an dem die sichtbaren Spuren des Kriegs schnell verschwunden waren, nachdem sich die russischen Truppen im vergangenen Frühjahr zurückziehen mussten. Doch für die, die hier leben, sind die Verbrechen immer noch allgegenwärtig. Die Verbrechen von Butscha haben offenbart, mit welcher Grausamkeit russische Soldaten die Ukraine überfielen. Noch im März, wenige Tage nach Kriegsbeginn, war die Ukraine noch bereit, mit Russland zu verhandeln. Doch das, was sich hier ereignete, hat alles verändert. Wassili Golot. Butscha. Die Spuren der russischen Gräueltaten sind von den Straßen verschwunden. Jeden Tag versuchen sie zu reparieren, was zerstört worden ist. Und trotzdem ist hier für viele Menschen die Zeit stehen geblieben. Olha Kosenchuk hat sich während der russischen Besatzung zu Hause versteckt. Am 29. März wollte ihr Mann Anatoli den Nachbarn einen Eimer Kartoffeln vorbeibringen. Seitdem hat sie ihn nicht mehr wiedergesehen. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass mein Mann weg ist, dass er nie wieder von der Arbeit nach Hause kommen wird. Ich warte immer noch auf ihn. Ich weiß, dass er nicht kommen wird, aber ich warte immer noch. Zehn Tage lang hatte Olha die Hoffnung, dass Anatoli noch leben könnte. Dann hörte sie von den Nachbarn, dass russische Soldaten ihn an einen unbekannten Ort verschleppt hatten. Und dann am 9. April, als die Polizei bereits Leichen einsammelte, sagten mir die Polizisten, dass sie seine Leiche gefunden hätten. Er hatte eine Kopie seines Passes dabei. So konnten sie ihn schnell identifizieren. Seine Leiche wies schwere Kopfverletzungen auf. Olha will, dass die Täter dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Daran arbeiten internationale Ermittler gemeinsam mit der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft. Seit dem 24. Februar 2022 wurden mehr als 68.000 Kriegsverbrechen registriert. Das alles wird derzeit aufwendig untersucht. Unter anderem mit Hilfe von Videoaufnahmen, Zeugenberichten und medizinischen Analysen konnten bereits viele Taten nachgewiesen werden. Allein in Butscha seien 637 Zivilisten Opfer von Kriegsverbrechen geworden. 118 Personen, die verdächtigt werden, diese Straftaten begangen zu haben, wurden angezeigt. Gegen 45 Personen wurde Anklage erhoben und gegen 4 Personen wurden bereits 3 Urteile erlassen. Das sind die Kriminellen, die auf dem Gebiet von Butscha Kriegsverbrechen begangen haben. Tochter Maria ist der Grund, warum sie sich nicht aufgibt, sagt Olha. Doch der Schrecken des Krieges lässt sie nicht los. Er hat ein tiefes Loch in ihrem Leben hinterlassen. Ich will, dass es Gerechtigkeit gibt und dass die Schuldigen bestraft werden, dass die russische Führung bestraft wird, dass Putin bestraft wird. Die juristische Aufklärung in Butscha ist möglich, weil die Stadt befreit worden ist. Doch die Ermittler gehen davon aus, dass die Verbrechen in den russisch besetzten Gebieten weitergehen. Das vergangene Jahr stand für Russland ganz im Zeichen des Z. Für die Ukraine und den Westen war es das Symbol für all die Verbrechen und einen Krieg, der alte Gewissheiten über den Haufen warf, die Friedensordnung in den Grundfesten erschütterte und der Welt Lektionen erteilte, die Markus Preis einmal ausbuchstabiert. Die erste Erkenntnis betrifft Russland. Falsch verstanden, schlecht behandelt vom Westen, solche Ansichten gab es vor einem Jahr viele über Russland.
Doch der Herr im Kreml hat nun sein wahres Gesicht gezeigt. Getrieben von Verschwörungserzählungen, aggressiv, bereit, Soldaten zu schicken, Kriegsverbrechen zu begehen. Ein Regime mit Führerkult. Ein Land, dem man lange misstrauisch gegenüberstehen wird, auch wenn der Krieg irgendwann vorbei ist. Die nächste Erkenntnis betrifft das Militär. Drohnen, künstliche Intelligenz, Cyberangriffe. So sprach man vor einem Jahr, wenn es um moderne Armeen ging. Der Ukraine-Krieg zeigt das Gegenteil. Die Rückkehr von Stahl und Sprengstoff. Panzer, Haubitzen und erbarmungsloser Kampf in Schützengräben wie vor 100 Jahren. Weltweit wird jetzt wieder in Metall, in viel Metall investiert. Milliarden, die anderswo fehlen werden. Verändert hat sich auch der Westen. Das Bild der USA vor anderthalb Jahren sah es noch so aus. Abstieg einer Supermacht im Afghanistan-Desaster für jeden sichtbar. Mittlerweile ist Joe Biden eindeutig der mächtigste Mann der Welt. Einer, der Verbündete zusammenhält und entschlossen handelt. Auch die oft langsame und zerstrittene EU mit Ursula von der Leyen als zentraler Figur reagiert blitzschnell. Demnächst das 10. Sanktionspaket gegen Russland, trotz hoher Kosten einstimmig. Gewichte verschoben haben sich hier China und der globale Süden. Das Regime in Peking gilt als die kommende Supermacht. Doch die entschlossene Reaktion des Westens gegenüber Putin hat China vorsichtig gemacht. Selbstbewusster hingegen sind Länder wie Brasilien, Indien oder viele afrikanische Staaten. Früher wurden sie höchstens mit Appellen für mehr Klimaschutz bedacht. Jetzt wären sie für den Westen so wichtig, um Russland zu isolieren. Der globale Süden, die Swing States dieses Krieges. Und hier gab es eine regelrechte Revolution. Energie. In der Hand Russlands wähnte einst Donald Trump vor allem Deutschland. Germany is totally controlled by Russia. Denn Gas und Öl aus Sibirien waren der Treibstoff für die europäische Wirtschaft. Ohne sie, das glaubte auch Putin, werde der Westen zusammenbrechen. Doch nun ist Nord Stream zerstört. Stattdessen sind neue Lieferanten gefunden. Und die Wirtschaft läuft weiter. Vor einem Jahr hätte man das wohl für unmöglich gehalten. Das hat das vergangene Jahr auch gezeigt. Die meisten Staaten der Welt bleiben bei ihrer entschiedenen Haltung gegen den russischen Angriffskrieg. Das konnten wir heute wieder einmal beobachten bei den Vereinten Nationen in New York, wo über eine Friedensresolution debattiert wurde, eingebracht von der Ukraine, der EU und etlichen anderen Staaten. Darin wird der sofortige Frieden gefordert und Russlands Rückzug. Und die Abstimmung in der Vollversammlung vor wenigen Minuten zeigte, es gibt nur eine sehr kleine Gruppe der Russland-Unterstützer, dafür eine große Mehrheit, die den Krieg verurteilt. Marion Schmickler. In favor 141 Stimmen für die Friedensresolution, 7 dagegen, 32 Enthaltungen, darunter auch China und Indien. Es ist eine überwältigende Mehrheit und ein deutliches Zeichen. Die Weltgemeinschaft fordert den Rückzug Russlands aus der Ukraine. Die Botschaft ist klar, was immer Russland versucht, um die internationale Ordnung zu zerstören und die Koalition, die die Ukraine unterstützt, es ist zum Scheitern verurteilt, immer und immer wieder. Ein Erfolg auch für sie. Bis zuletzt hatte Annalena Baerbock vor allem Vertreterinnen und Vertreter aus dem globalen Süden angerufen, um sie in letzter Minute zu überzeugen. Dass wir die gesamte Welt brauchen, damit endlich wieder Frieden herrscht in der Ukraine. Dass wir die ganze Welt brauchen, damit das internationale Rote Kreuz Zugang hat. Dass wir die ganze Welt brauchen, damit dieser Krieg nicht auch noch zu einem Getreidekrieg und damit zu Hunger und Leid auf der ganzen Welt wird. Die 6. Resolution zum Ukraine-Krieg stellt ganz bewusst das Thema Frieden in den Mittelpunkt. Damit kommen die westlichen Staaten dem globalen Süden entgegen. In Ländern wie Ecuador oder Südafrika wächst der Frust. Der Krieg ist weit weg für sie, aber sie leiden stark unter den Folgen. War is not the solution. Krieg ist nicht die Lösung, Krieg ist das Problem. Die Menschen in der Ukraine leiden sehr. Ukrainer, Russen und Menschen weit darüber hinaus brauchen Frieden.
China enthält sich auch diesmal wie bei allen Resolutionen zum Ukraine-Krieg. Die Regierung hat eine Friedensinitiative angekündigt, ohne Details zu nennen. In New York fordert aber auch der chinesische Botschafter einen sofortigen Waffenstillstand. Die internationale Gemeinschaft sollte Friedensgespräche anstoßen. Ein Jahr nach Beginn des Konflikts belegen die brutalen Folgen, dass Waffenlieferungen keinen Frieden bringen. Die Entscheidung in New York hat große Symbolkraft. Sie ist ein Gradmesser dafür, wie eng die Welt an der Seite der Ukraine steht, ein Jahr nach dem russischen Überfall. Auch über die heutige Debatte zur UN-Resolution haben wir vor dieser Sendung und vor der Abstimmung mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gesprochen. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Frau Baerbock, wie erinnern Sie sich an die Nacht zum 24. vor einem Jahr? So gegen 5 Uhr vibrierte mein Handy und ich musste erst mal begreifen, dass das meins ist. Und ich bin dann natürlich sofort aufgesprungen, als meine Büroleiterin mir sagte, dass es losgegangen ist. Und wir sind an diesem 24. Februar alle in einer anderen Welt aufgewacht und die Ukraine ist in einem Albtraum aufgewacht. Heute, ein Jahr danach, versammelt sich die Welt in New York. Sie stehen dort, um für eine Friedensresolution zu stimmen. Warum tun sich Länder wie Südafrika oder Indien so schwer, Russlands Angriffskrieg zu verurteilen? Die müssten doch auch an der Einhaltung des Völkerrechts und der Sicherheit von Grenzen interessiert sein. Das sind sehr viele Länder auch. Und im ganzen letzten Jahr war ich in der Welt unterwegs, um mir genau die Sorgen anzuhören. Einige Länder machen deutlich, wie groß ihre eigene militärische Abhängigkeit ist, haben Sorge, wenn sie den russischen Angriffskrieg sehr deutlich verurteilen, dass das ihre eigene Sicherheit gefährdet werden könnte. Andere Länder sind finanziell abhängig. Wenn wir nach Südafrika zum Beispiel schauen, gibt es riesige Energieprojekte, gerade mit Blick auf Atomkraftwerke, die von russischen Firmen durchgeführt werden, weswegen man mit Blick auf die Sanktionen zum Beispiel, diese nicht einfach so umsetzen könnte, weil es die eigene Energieversorgung betrifft. Und wir selber haben ja auch ein bisschen gebraucht, aus unserer Abhängigkeit herauszukommen. Auch das ist ein Punkt, wenn wir selbstkritisch reflektieren. Diese Abhängigkeit, dass wir energiepolitisch fast alles auf Russland gesetzt haben, die haben wir teuer bezahlt. Und es hat uns sehr, sehr viel Kraft, sehr viel Geld gekostet, um uns aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Und andere Länder auf der Welt haben diese Ressourcen nicht. Aber sehr, sehr viele Länder, auch in Afrika, auch in Südamerika, im indopazifischen Raum, die stimmen mit den Vereinten Nationen, mit der Charta der Vereinten Nationen für Frieden, weil die Auswirkungen dieses furchtbaren Krieges überall auf der Welt spürbar sind. Und deswegen haben wir, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Staaten der Welt aus unterschiedlichsten Regionen diesen Friedensplan hier heute vorgelegt. Ist es nicht auch verständlich, dass Länder wie Südafrika sagen, ihr in Europa interessiert euch ja auch nicht für unsere Kriege, jetzt löst das bitte allein? Ja, das sagen auch einige und auch das müssen wir reflektieren. Vor einem Jahr habe ich auch hier vor den Vereinten Nationen gesprochen und habe genau das ausgesprochen, weil das stimmt. Wir haben uns in der Vergangenheit für manche regionalen Konflikte nicht so interessiert oder deutlich gemacht, naja, das sind eure Sorgen. Und deswegen haben wir als Europäer, aber auch mit anderen Partnern, zum Beispiel bei der G7, mit Japan zusammen, mit den Amerikanern, mit den Kanadiern, mit den Australiern, oh, jetzt geht hier auch noch das Licht aus. Aber auch mit anderen Partnern aus Lateinamerika, mit afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel Kenia oder Ghana, deutlich gemacht, dass wir diesen Krieg gemeinsam nur in dem Sinne lösen können, indem wir gemeinsam für die Charta der Vereinten Nationen, für den Frieden eintreten. Und dass das natürlich dann Verpflichtung auch für uns Europäer ist. Wenn wir andere darum bitten, uns zu helfen, wieder in Frieden leben zu können, dann ist das natürlich auch Verpflichtung für uns, anderen beizustehen, wenn ihr Frieden gefährdet ist. Wir fragen weiter, auch wenn das Licht nicht brennt. Frau Baerbock, um Frieden zu erlangen, müssen wir erst einmal wissen, zu welchen Bedingungen der Krieg zu Ende gehen kann. Warum formuliert die Bundesregierung eigentlich kein dezidiertes Kriegsziel? Das, was wir alle wollen, ist Frieden. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Hier in den Vereinten Nationen, in Europa, aber wie gesagt, auf der ganzen Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir deutlich machen, was ein gerechter Frieden, was ein nachhaltiger Frieden bedeutet. Weil was manche hier versuchen, gerade auch von Seiten Russlands, zu sagen, naja, wenn die Ukraine einfach aufgibt,
dann wäre ja kein Krieg mehr. Aber das ist ja kein Frieden. Wenn derjenige, der Aggressor, am Ende ein ganzes Land einnehmen kann, dann hören die Gräueltaten nicht auf. Die Vergewaltigung, die Verschleppung von Kindern, die wir in der Ostukraine erleben, das Morden und das Töten. Frau Baerbock, und dann wären wir nicht jetzt sicher. Jetzt weichen Sie aus. Auf andere Regionen dieser jetzt Welt. Weichen Sie aus. Ich würde gern wissen, was ist Ihr dezidiertes Kriegsziel? Wenn Sie dem Ziel der Ukraine folgen, dann müssten Sie eigentlich dafür sein, das ganze Land, auch die Krim, zurückzuerobern. Sind Sie dafür mit allem verbundenen Eskalationspotenzial? Die Krim wurde 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Deswegen haben wir als Weltgemeinschaft deutlich gemacht, dass das ein Völkerrechtsbruch ist. Daraufhin hat es ja auch Sanktionen bereits gegeben. Und deswegen ist unser Ziel Frieden für die gesamte Ukraine, dass die Menschen dort wieder in Freiheit leben können, so wie wir das auch tun. Also sind Sie dafür, dass die Ukraine die Krim wieder zurückerobert? Am Ende stehen Verhandlungen natürlich mit Blick auf diesen furchtbaren Krieg. Und diese wird die Ukraine führen, weil wir werden nicht über den Kopf der Ukraine entscheiden. Für uns ist zentral, weil es eben auch ein Angriff auf die Charta der Vereinten Nationen ist, dass es um die Integrität des gesamten Landes geht, die Souveränität der gesamten Ukraine. Sie antworten geschickt, weil Sie Diplomatin sind, die auf Ihre Worte unentwegt achten muss. Als Sie neulich, Frau Baerbock, bei einer Aussprache im Europarat Ihnen der Satz rausgerutscht ist, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Wie sehr haben Sie sich darüber geärgert? Das hat Russland ja genüsslich ausgeschlachtet. Natürlich ist man nicht am jeden Tag besonders gleich glücklich über sich selber. Und wir sind nicht im Krieg mit Russland, sondern wir verteidigen den Frieden und die Freiheit der Ukraine. Aber wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen. Und das war auch das, was ich im Europarat deutlich gemacht habe, dass der russische Krieg eben auch ein Angriff auf unsere europäische Friedensordnung ist. Dass dieser russische Krieg in der Ukraine mit Bomben und Raketen geführt wird. Dass er aber weltweit enorme Folgen hat. Dass auch andere Länder massiv darunter leiden, dass es Cyberattacken gibt auf andere Länder, dass wir Fake News haben, Disinformation und versucht wird natürlich auch uns Europäer, diejenigen, an die dann das internationale Recht glauben, zu spalten und dass wir deswegen gemeinsam zusammenstehen müssen für diejenigen, die für das internationale Recht, für den Frieden eintreten und uns nicht spalten lassen dürfen. Sagt die Bundesaußenministerin. Frau Baerbock, danke nach New York. Danke ebenso. Alles Gute. Und zur Friedensresolution der Vereinten Nationen hat Mareike Aden vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Es war ein quälend langes Jahr, ein schmerzhaftes. Und viele, auch hier in Deutschland, finden es inzwischen unerträglich hinzuschauen, hinzuhören bei all dem Tod und der Zerstörung in der Ukraine, zumal Frieden derzeit kaum vorstellbar ist. Wer aber jetzt, und sei es aus aufrichtiger Angst vor internationaler Eskalation, Verhandlungen fordert und mehr Kompromissbereitschaft von der Ukraine, der sollte nicht vergessen, würde das Land Gebiete abtreten, wäre das für die Menschen in den von Russland besetzten Regionen alles andere als ein Frieden. Aus Orten und Städten, aus denen die russische Armee abgezogen ist, haben wir im vergangenen Jahr Berichte über Folter gehört, über Vergewaltigungen und Hinrichtungen. Für mich ist klar, so etwas können und dürfen wir nicht fordern von der Ukraine. Der Weg zu einem gerechten Frieden, wie ihn auch die heutige UN-Resolution fordert, führt nur über ein Scheitern der russischen Aggression. Und da hilft nun mal kein Wegschauen und vor allem keine Stimmenthaltung, sondern nur weitere andauernde Unterstützung für die Ukraine. Und das bedeutet eben auch Waffen. Denn einfach so wird Putin nicht ablassen von dem Land. In der Resolution wird Russland aufgefordert, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen und das Bombardement und den Raketenbeschuss zu stoppen. Immerhin 141 Staaten stehen dahinter. Richtig so. Denn dem zuzustimmen, das ist aus meiner Sicht doch die einfachste Entscheidung der Welt. Die Meinung von Mareike Aden. Auf den ersten Blick ist das einer dieser Orte, die man gerne als verschlafen bezeichnet. Auf den zweiten Blick wird klar, hier wird auch nicht mehr viel wach. Die Rollläden sind schon seit Jahren heruntergelassen, einige Haustüren mit Brettern verbarrikadiert und in der Dorfkneipe ist schon lange kein Bier mehr gezapft worden. Denn eigentlich sollten Kainberg, Beverath und Kuckum ganz verschwinden, so wie das benachbarte Lützerath, um Platz zu machen für den Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen. Doch durch die Einigung zwischen Bund, Land und RWE können die Orte nun bleiben, auch wenn viele Bewohner längst andernorts neu gebaut haben. Es gibt hier also viel freien Wohnraum, in den zum Teil Geflüchtete einziehen.
Birgit Firnig zeigt mittendrin in Kuckum, wie in ein fast schon entschlafenes Dorf doch noch mal neues Leben kommt. Eigentlich sollten diese Häuser abgerissen werden. Der ganze Ort Kuckum sollte den Baggern des Garzweiler Braunkohletagebaus weichen. Doch langsam kehrt hier wieder Leben ein in das kleine Straßendorf. Unter 50 Kuckumern leben jetzt mittlerweile 200 ukrainische Geflüchtete. Eine davon Ludmila. Die Stadt Erkelenz hat sie in Häusern untergebracht, die RWE zur Verfügung gestellt hat. Der Name Kuckum erinnert an den Kuckuck, der seine Eier in fremde Nester legt. Wir Ukrainer sagen immer, der deutsche Kuckuck hat hier jetzt ukrainische Kinder in sein Nest aufgenommen. Die wenigen verbliebenen Bewohner sind froh über die neuen Nachbarn. Endlich werden die Häuser wieder genutzt. Sie hoffen auf einen Neuanfang. Es ist für uns eine Bereicherung, dass die Häuser wieder bewohnt sind. Das kommt wieder Leben im Dorf. Und diese ukrainische, das ist ein sehr lustiges, ein sehr fröhliches Völkchen. Wir haben die jedes Mal eingeladen, sei es zum Maisetzen oder sei es St. Martin. Die sind immer gekommen und haben mitgefeiert. Ludmila kommt aus einer Kleinstadt westlich von Kiew. Als die bombardiert wurde, drängte ihr Mann sie dazu, sich in Sicherheit zu bringen. Jetzt wohnt sie hier mit Menschen aus der ganzen Ukraine in einem Einfamilienhaus. Besser als jede Flüchtlingsunterkunft, meint sie. Hier wohnen 13 Geflüchtete in diesem Haus. Aber es ist groß. Wir können uns also überhaupt nicht beschweren. Katerina und ihr 11-jähriger Sohn David sind schon zweimal von Russen vertrieben worden. Einmal von der Krim und dann aus Cherson. Wochenlang mussten sie dort die Belagerung der Russen ertragen. In Kuckum fühlen sie sich jetzt wieder sicher. Seit März kommen hier immer mehr Ukrainer an. Die ersten kamen aus Irpin, Butscha und aus Kiew. Und wenn sie gefragt werden, wo kommst du her, antworten sie immer, wir sind aus Kiew. Also sagen die Deutschen mittlerweile, hier sind wir in Klein-Kiew. Endlich können sie hier nachts auch wieder ruhig schlafen, erzählen sie. Beim Essen reden sie über das, was sie erlebt haben. Und dennoch, irgendwann wollen sie in die Ukraine zurückkehren. Physisch bin ich zwar hier, aber geistig bin ich noch dort. Dort ist Heimat. Ich bin ständig in Kontakt mit meinem Mann, außerdem mit meinen Eltern. Sie sind 81 Jahre alt und brauchen eigentlich meine Hilfe. Mein Verstand sagt mir, ich muss hier bleiben, aber mein Herz meint, ich muss dahin fahren. Diese Ungewissheit ist schrecklich. Eine Rückkehr in die Ukraine, im Augenblick unmöglich. Und um nach vorne zu schauen, wollen sie jetzt erst einmal so schnell wie möglich Deutsch lernen. Wir wollen nicht um Hilfe bitten, mit Zetteln herumlaufen. Wir wollen die Sprache lernen und arbeiten. Dabei hilft ihnen eine ehrenamtliche Flüchtlingshelferin. Sie ist überzeugt, dass sich die Wohnsituation positiv auf die Geflüchteten auswirkt. In einem Flüchtlingscamp, da sind 60 Leute aus 20, 30 verschiedenen Ländern, unterschiedliche Glaubensrichtungen, da geht viel durcheinander. Aber hier sind sie ja unter ihren Landsleuten untergebracht. Und das hilft sehr, denke ich mal, sich zur Ruhe zu kommen und sich zu integrieren. Für die Kinder heißt es, endlich auch mal wieder unbeschwert spielen. Mir gefällt es vor allem hier draußen, da fühlt man sich irgendwie leichter. So kehrt in Kuckum langsam das Leben zurück. Aber wie lange sie alle bleiben werden, ist ungewiss. Im Leben der Menschen von Aleppo ist vieles zusammengebrochen, schon lange vor dem verheerenden Erdbeben, das die Region Anfang des Monats erschütterte. Dort, wo im syrischen Bürgerkrieg ohnehin schon weite Teile der Stadt zerstört wurden, sind viele Häuser eingestürzt und Menschen verschüttet worden. Und es sind ausgerechnet die ältesten Gebäude der Stadt, die den Erdstößen standgehalten haben. Die sogenannten Saks, die alten Basare. Hier sind viele derer untergekommen, die ihr Zuhause verloren haben. Doch eine Dauerlösung ist das nicht, wie Alexander Stenzer berichtet. Haider holt mit seinen Geschwistern Wasser. Das Beben hat viele Häuser und auch viele Rohre zerstört, sodass es an Wasser mangelt in Aleppo. Aber in erster Linie an der Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Haiders Vater, Suleiman Haik, hat mit seiner Familie hier Unterschlupf gefunden. Vor allem die Kälte macht ihnen zu schaffen. Die einzige Wärmequelle, die sie haben, ist ein kleiner Gaskocher.
Wir waren vorher im überdachten Markt für Seide, so 5 oder 6 Tage. Dann mussten wir dort weg, weil man uns sagte, dies sei kein Ort für Obdachlose. Wir sind dann hierher in dieses Lagerhaus gegangen. Viele, die ihre Wohnung nach dem Beben verloren hatten, fanden zunächst Unterschlupf in dem Marktviertel der historischen Altstadt. Doch die Händler wollten wieder ihre Geschäfte öffnen, deswegen mussten die Obdachlosen auch hier weg. Ungern, denn im Suk fühlten sich die Erdbebenopfer am sichersten. Händler Yusuf Fayed weiß warum. Diese alten Strukturen sind gut gebaut, sehr erdbebensicher. Die Wände aus Stein sind stabil und nicht wie bei modernen Bauten, die gleich wackeln. Auch die Fundamente sind hier sehr gut. Auch die Zitadelle von Aleppo hat durch das Erdbeben nur ein paar Risse bekommen. Die anderen Schäden stammen vom Krieg. 2016 hatte die Armee des Präsidenten Assad die Stadt von Aufständischen zurückerobert. Erst der Krieg und jetzt müssen sie sich einrichten in dem, was das Beben übrig gelassen hat. Hier ist die Fassade kollabiert. Doch Familie Al-Bash will nicht weg. Seit 45 Jahren lebt sie in diesem Haus. Nichts kann mich hier wegbringen. Nur der Tod. Wohin soll ich? Von einem Ort zum anderen? Auf keinen Fall. Viele andere haben noch nicht einmal den Rest eines Zuhauses und leben nun in Zelten, von denen es viel zu wenige gibt. Es ist ein chaotisches Provisorium. Suleiman Hayek hat kein Zelt bekommen. Und trotzdem, am Tag des Bebens hatte er Glück. In letzter Sekunde konnte er seine Familie aus dem Haus bringen. In einem Augenblick ist alles eingestürzt. Wie du sehen kannst, ist nichts als Schutt übrig. Nur Schutt. Nichts ist erhalten. Gott sei Dank sind meine Kinder, sind wir unversehrt da rausgekommen. Dass die Erdbebenschäden bald behoben werden, ist unwahrscheinlich. Die syrische Regierung war schon mit der Beseitigung der Kriegsschäden überfordert. Viele Ressourcen sind in Waffen geflossen. Für einen Wiederaufbau fehlen die Mittel. Auch in Aleppo. Die syrischen alten Basare heißen natürlich Suks. Und jetzt gibt's weitere Nachrichten mit Susanne. Und die beginnen mit dem Schutz der deutschen Bevölkerung im Katastrophenfall. Genau, das Warnsystem Cell Broadcast steht jetzt bundesweit zur Verfügung. Es ist eine Ergänzung zu Sirenen, Radio oder Fernsehen. Dabei wird ein Warntext und ein schriller Ton an alle geeigneten Smartphones geschickt. Ältere Geräte können das Signal allerdings nicht empfangen. Cell Broadcast ist eine Reaktion auf die Flutkatastrophe im Sommer 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Arbeitgeber heute ein erstes Angebot vorgelegt. Es sieht vor, Löhne und Gehälter in 2 Schritten um 5% zu erhöhen. Außerdem Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Verdi und der Beamtenbund DBB lehnten das Angebot als zu gering ab und kündigten neue Warnstreiks an. Sie fordern 10,5% mehr Geld für die Beschäftigten. Chemikalien der sogenannten PFAS-Gruppe sind an mehr als 1.500 Stellen in Deutschland nachweisbar. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Die möglicherweise giftigen Stoffe kommen in vielen Produkten vor, zum Beispiel Kosmetik, Feuerlöschern und Pizzakartons. Bei der Herstellung oder wenn die Produkte entsorgt werden, können die PFAS in Boden und Grundwasser gelangen. Nur einige der Substanzen sind bisher weitgehend verboten. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die Energiepreise in Deutschland deutlich gestiegen, vor allem beim Erdgas. Benzin- und Dieselkraftstoffe waren dagegen nur vorübergehend betroffen. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne. Zwar sind die Kosten für die Energieherstellung inzwischen wieder gesunken, aber die Preise für die Kunden sind immer noch etwa ein Drittel höher als im Januar 2022, einen Monat vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Am deutlichsten fiel der Anstieg bei Erdgas aus. Es kostete im vergangenen Monat gut 50% mehr als vor einem Jahr, kurz vor Kriegsausbruch. Beim Strom betrug der Anstieg 27,3%. Mineralölprodukte wie etwa Heizöl waren Anfang 2023 trotz zuletzt deutlich gesunkener Preise 12,6% teurer als vor einem Jahr.
An der Tankstelle sieht es entspannter aus. Benzin und Diesel kosteten an deutschen Tankstellen zuletzt etwa so viel wie kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, teilte das Statistische Bundesamt heute mit. So wunderbar kann er aussehen. Der Ort für eine ganz normale, glückliche Kindheit. Doch was ist schon normal im Leben des Schauspielers und Schriftstellers Joachim Meyerhoff, der hier im malerischen Schleswig groß wurde und es ganz normal fand, dass die Leute um ihn herum eben nicht normal waren, sondern Patienten in einer Nervenheilanstalt. Meyerhoffs Vater war der Leiter dieser Psychiatrie. Das ist der Stoff, aus dem ein Buch, ein Theaterstück und nun auch ein Kinofilm wurde. Und weil Erinnern auch ein wenig Erfinden ist, heißen die wunderbar traurig-komischen Kindheitserinnerungen »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?« Heute startete der Film in den Kinos und Klaus Lesche hat ihn gesehen. Halt! Tod! Jeden Tag muss Josse sterben. Merkwürdige Rituale pflastern seinen Schulweg durch die psychiatrische Klinik. In den 70er Jahren, als es noch keine überfürsorglichen Helikoptereltern gibt, sammelt er dabei reichhaltige Sinneseindrücke und macht spektakuläre Entdeckungen. Was ist denn passiert? Josse hat einen Toten gefunden. Krass. Es freut mich für dich, Murkel, dass du deinen großen Brüdern jetzt auch mal was voraus hast. Bist du stolz? Ja. Josse lebt auf dem Gelände der Psychiatrie, nicht als Patient, er ist einer der Söhne des Klinikchefs. Vieles in Josses Leben entspricht nicht ganz der Norm, oft wirken die Eltern ein wenig abwesend. Die Mutter malt sich ständig nach Italien. Merkst du, wie es sofort 2-3 Grad wärmer wird, nur weil du aufs Bild guckst? Stimmt. Hab die Heizung hochgedreht, war arschkalt. Josse spürt, dass die Beziehung der Eltern erkaltet. Manche Patienten sind ihm näher als die eigene Familie, zum Beispiel der Glöckner. Der muntert ihn auf, wenn er sich wieder mal schlecht fühlt. Von anderen Patienten hält sich Josse lieber fern. Guten Tag, Herr Köhler. Der hat seiner Frau die Brustwarzen abgebissen. Echt? Aber das bleibt unter uns. Ja. Mit Farben wie in verblassten Super-8-Streifen fängt der Film die Atmosphäre der 70er Jahre ein. Er bewahrt den schnörkellos komischen Grundton von Joachim Meyerhoffs Buch. Später, als Josse ein Teenager ist, erkennt er das Menschliche im Merkwürdigen und das Merkwürdige im scheinbar Normalen. Bei allen Verletzungen hilft ihm das, seine Eltern und Brüder zu akzeptieren oder zumindest auszuhalten. Geht nach oben! Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, beweist, selbst deutsche Komödien können komisch sein, sie können sogar berühren. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, das passt auch zum Februarwetter, Sven. Ja, das stimmt, Karen. Denn jetzt kommt plötzlich, gerade wo er zu Ende geht und wo wir das Gefühl hatten, ja, da hat schon alles auf Frühling umgestellt, was ja eigentlich gar nicht in die Jahreszeit gehört, kommt noch mal Winter zurück. Es wird also noch mal ganz schön kalt. Und da gibt es ja nichts Schöneres, als die Isobarenkarte anzugucken. Also wo sind die Tiefs, wo sind die Fronten, wo sind die liniengleichen Luftdrucks. Hier ist das Tief Südschweden, das ist die Kaltfront, das Blaue mit den Dreiecken dran. Und dahinter haben wir schon mal den Pfeil platziert, weil nämlich aus der Arktis quasi die kalte Luft, die arktische Kaltluft, direkt zu uns geführt wird. Die wird natürlich dabei aufgewärmt über dem Wasser, aber es wird bei uns deutlich kühler, als es eben zuletzt gewesen ist. Wir gucken mal den Wetterablauf an. Was Sie da sehen können, ist, dass es im Moment noch ein paar Tropfen gibt, die sich mehr und mehr nach Osten zurückziehen. Dann eine kurze Aufhellungszone und dann kommt schon von morgen früh an von der Nordsee dieses Frontensystem rein. Sie sehen den Regen, Sie sehen auch die Schneeflocken, die schon dazugehören. Das heißt also gerade in den Mittelgebirgen, später ab ungefähr 400 Meter gibt es tatsächlich Schnee. Achtung auf den Straßen. Ganz im Norden durch Höhenkaltluft vielleicht auch mal ein Gewitter dabei. Später am Nachmittag geht es dann auch am Alpenrand zu. Hier dann auch der Schnee mit drin. Also es wird kälter. Frühtemperaturen liegen morgen bei 5, 6 Grad im Südwesten. Sonst sind es meist 0 bis 4. Morgen Nachmittag steigen wir dann auf Werte nochmal von 11 bis 15 Grad ganz im Süden. Aber Sie sehen, sonst geht schon runter auf 2 bis 7 Grad. Das sind noch ganz kurz die Aussichten. Da haben wir dann einen Samstag mit weiteren Schnee- und Schneeregenschauern. Nur im Südwesten bis 9 Grad. Sonntag kalt, vor allen Dingen die Nacht dahin. Jetzt haben wir endlich mal wieder Regen und der war im Monat Februar im Südwesten Deutschlands hier sehr wenig vertreten, teils unter 40%. Nach Nordosten gab es deutlich mehr.
Wir gucken noch mal gedanklich nach Südwesten in Richtung Frankreich. Einen Monat war es viel zu trocken. Das ist ein Satellitenbild des Lac de Montbel 2022 und jetzt noch ganz schnell 2023. So sieht das aus, wenn es in der Zeit, wo es viel regnen soll, überhaupt nicht regnet, Karin. Danke, Sven. Und nach den ernsten Nachrichten folgen jetzt die Ihnen lustig. Jetzt gibt es extra drei mit Christian Ehring und danach Reschke Fernsehen. Und die nächste Tagesschau sehen Sie dann gegen 0:05 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.